Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, die Folge oder überhaupt meine erste Folge Road to Rathaus Level 11 will ich heute einfach mal eröffnen. Und wir brauchen noch so ein bisschen an Ressourcen. Wir brauchen noch so ein klein bisschen an Dunklen. Und wir haben allerdings jetzt schon... Oh, das ist cool, dass meine Queen hier schon rein will. Vielleicht, ich hätte sie auch einfacher machen können, ne? Indem ich einfach hier zwei Mauer hersetze. Aber mal gucken. Ah, ne, die gehen jetzt schon rein. Okay. Naja, dann soll sich die Queen da jetzt erstmal weiter durchbohren. Und wir gucken mal, wo die denn eigentlich hin will. Ich hoffe, sie rennt jetzt gleich wieder raus, da es ja hier nichts Interessantes mehr gibt. Nein, sie bleibt hier drin. Eieiei, immer. Okay, ich lasse den Queen Walk erstmal laufen. Und Ziel war eigentlich, dass ich hier die Adler-Dev kriege. Was macht die denn eigentlich? Ah, okay. Jetzt geht sie raus. Hurra. Aber meine Heiler sind noch gut in Wut hier. Und ich denke mal, den King schaffen wir. Dann schaffen wir jetzt die Adler-Dev auch. Also, das ist schon mal gelungen an der Stelle. Der Kollege hat keine Clanburg. Das ist natürlich noch umso besser. Und wir haben hier schon so ein bisschen zum Event hin zugearbeitet. Denn wir haben so ein paar Riesen dabei. So, jetzt muss ich aber hier auch mal in die Base reinkommen. Von der Seite. Oh, der hat ja doch Clanburg-Truppen. Eieiei. Scheiße. Oh, der hat ja doch Clan-Truppen hier. Oh. Okay. Aber den Kollegen haben wir hier gerade mal so vergessen. Den Kollegen König und... Ah, wir sind noch gut dabei. Okay, jetzt habe ich natürlich meine Queen schon gezündet. Ich versuche mal, meine Heilerin so ein bisschen stark hier in Wut reinzukriegen. Ah, ne. Oh, shit. Was ist das denn jetzt für ein Freeze gewesen? Der war richtig dösig, weil ich gedacht habe, die Queen packt den Inferno nicht. Aber sie hatten ja doch geschafft. Und ja, meine Truppen gehen aber ganz gut in die Mitte. Ich habe schon 52%. Kriege also den einen oder anderen Pokal, aber die sind es mir jetzt auch nicht wert. Zwei Sprung da hinten verdaddelt. Okay. Ja, das ist an der Stelle nichts gewesen. Die lassen wir mal hier ins Dilemma rennen. Dann ist der Kampf hier auch vorbei. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. Kriegen wir ein bisschen Bonus dabei. Und das reicht mir auch an der Stelle. Denn wir haben unseren Packer fertig. Unser Packer ist fertig. Also der Packer ist hier im Labor fertig geworden. Und jetzt haben wir an Forschung noch offen den Klonzauber, den Erdbebenzauber, mein Lieblingszauber und den Skelettzauber. Das heißt also, der Skelettzauber läuft 18 Tage. Also nochmal für die Richtigrechner vom letzten Mal. Ich habe mich schon richtig nicht verrechnet. Das heißt, er läuft auf Level 2 8 Tage und auf Level 3 dann 10 Tage. Also 18 Tage läuft der Kollege hier noch. Der Kollege läuft 12 Tage, sind also 30 Tage. Und der läuft 14 Tage, 6 Tage auf 2 und 8 Tage auf 3. Also nochmal 14 dabei, sind 44. Und dann haben wir hier die beiden noch mit jeweils 14 Tagen. Da ziehen wir ein bisschen was von ab. Also noch 50 Tage. Ich habe mir jetzt als nächstes geplant, wir nehmen erstmal den Klonzauber hier. Und damit wir auch ein bisschen an unseren Mauern weitermachen können, habe ich mir gedacht, wir ziehen hier jetzt mal erstmal die Treasury hier raus. Wird sowieso ein bisschen viel, denn da kommt vielleicht ja wieder ein bisschen Bonus rein. Und dann gucken wir mal, wie wir hier in der Base updaten. Oh, ich bin fast rum hier. Ja, die 300.000 kann ich mir jetzt leider für die Mauer hier nicht gönnen. Ist aber nicht so schlimm. Wir gucken mal, wie viele Mauern wir hier noch machen müssen. 35 Stück. Okay, 50 Tage, 35 Stück. Ich denke, das ist in jedem Fall drin hier. Ich habe jetzt schon das Event hier angefangen mit den Giants, denn man muss 10 Stück nutzen. Ich hatte 7 in der Clanburg, 3 selber mit. So will ich das auch weitermachen hier. Und ich habe sie natürlich jetzt auch in Ausbildung hier. Meine Packer. Und das ist natürlich krass. Ich will die Truppe unbedingt jetzt mal probieren, ob die auch was hält. Denn ein Packer hat immerhin 4500 Hitpoints. Und mit den 6300, die dann der Golem hier schon hat, ja, ist hier richtig... sind richtig Healpoints in der Base. Mal sehen, wie wir uns damit schlagen. Und ich würde sagen, ich lasse die Helden eben auslaufen und dann machen wir sicherlich noch ein, zwei Farmangriffe. Bis gleich. So, ich denke, den nehmen wir jetzt mal mit. Mal sehen, ob wir
hier nicht ins Rathaus komme. Ich komme einfach über die Rathausseite, dann kann ich schon mal nicht verlieren. Das Dunkle ist mir eigentlich egal, aber die anderen Ressourcen sind natürlich sehr nett. Und das Dorf hier ist wie dafür gemacht. Also ich könnte natürlich auch hier in den freien Bereichen irgendwas spawnen. Aber ich denke mal, ja, wir gehen einfach über die Rathausseite hier mal mit unseren Truppen rein. Und jetzt gucke ich mal, was ich in der Clanburg habe. Oh, da habe ich auch einen Packer drin. Das ist natürlich cool. Und dann ziehen wir hier King und die ganze Meute hier mal hinterher. So, mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Mauer ist. Ob wir hier überhaupt irgendwo springen müssen. Aber wir müssen eigentlich nur, ja, wir müssen eigentlich nur hier rumgehen. Ich setze hier nochmal einen Sprung. Vielleicht entscheiden sich die Damen und Herren hier doch mal irgendwo reinzuspringen. Oh, da ist ja der King hier in der Mitte. Der King ist in der Mitte und die Packer. Jetzt gehen sie doch den Weg durch die Mitte. Naja, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sie das machen. Ich schaffe jetzt natürlich nicht unbedingt die Infernos. Oder packe ich die noch? Ah, ich glaube, die packe ich nicht. Aber wir haben 40%. Mal sehen, da außen geht noch der Packer. Und, oh, die beiden Packer. Na, schaffen die den Inferno da? Ah, Schaden, nicht ganz gepackt. Okay, ist aber nicht so schlimm. Wir haben hier ganz nett was mit an Ressourcen mitgenommen. Jetzt wird natürlich die Queen hier aufs Korn genommen von dem Inferno. Aber es dauert ja dann doch ein bisschen. Und das ein oder andere Lager nehmen wir jetzt noch mit. Bevor wir unsere Queen jetzt nicht zünden. Ich habe gedrückt. Na, scheiße. Ich habe gedrückt, aber ist in Ordnung, glaube ich. Wir haben, was haben wir denn an Prozente gemacht? 48, schade. Aber ich denke mal, die Ressourcen sind in Ordnung. Pokale. Lass mal Pokale sein. Oh, Bonus haben wir auch mit eingefahren. Super. Ich denke, einer geht noch. Ich habe die gleiche Armee noch mal am Start. Und suche schon mal einen Gegner. Dann dauert es nicht so lange. Ich habe aber gesehen, ich muss mit der dunklen Armee weiterfahren. Denn der hier unten läuft ja nur 6 Tage. Und in 6 Tagen will ich den ja weitermachen. Dann kostet er ja auch wieder ein bisschen was. Also ich mache das Event. Und dann die dunklen. Ich denke mal, das wird heute Abend irgendwann im Stream dann geschehen. So, ganz kurz einmal zwischen den Angriffen hier aus dem Nachtdorf. Ihr seht das hier. Ich habe die 1,2 Millionen zusammen und ich denke mal, wir stoßen gemeinsam hier die Builder Hall auf Level 6 an. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht in den Clash of Clans oder in die Clash of Clans Hölle, dass ich hier gerusht habe, denn ich habe noch nicht alle Mauer fertig. Ihr wisst, das stört mich unheimlich, aber diese Base hier lässt es wahrscheinlich nicht zu und es war jetzt das Letzte, was ich noch updaten musste. Also werde ich hier jetzt einfach mal den Boost reinhauen, aber ich werde hier jetzt nicht angreifen. Ah, Schwamm drüber über diese Base hier. Und wir gucken hier, oh, was mache ich denn? Und wir gucken hier lieber in den zweiten Clan rein, beziehungsweise in meine Folgen hier vom Farm Road to Rathaus 11. Oh Mist, ich habe vergessen aufzunehmen. Aber das war mein dritter Gegner hier, okay. Also Packer-Event ist nach wie vor voll am Start hier. Und ich muss jetzt mal, ja, ich denke mal, wir friesen hier hinten noch. Oh, ich habe total vergessen, den Angriff hier aufzunehmen. Auf das RH9 hier, also die 25 Pokale muss ich einfach mitnehmen. Um hier oben mich so ein bisschen in Titan zu festigen. Mir gefällt es ja ganz gut vom Bonus her. Und deswegen habe ich hier meine Packer-Bande rausgelassen. Aber ich habe total vergessen hier aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seht mir das nicht ganz so schlecht nach, denn ich habe auch schon gleich ja meine neue Folge zum Aufnehmen. Also da könnt ihr noch auf die 17 Uhr Folge heute gespannt sein. Und ja, ich denke mal, ist eine gute Sache. Und die Packer hier, ja, ich mache das mal ein bisschen größer. Die Packer hier sind auch eine gute Sache. Also auf 5, ja, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, okay, das waren eher 9er. Aber die 25 Pokale, die musste der Kollege hier einfach lassen. Und der Bonus mit dem Lot ist ja auch an der Stelle ganz nett. Und ich könnte jetzt eigentlich 1:1 weitermachen. Mache diese Armee auch einfach mal weiter. Wenigstens noch so 1-2 Angriffe, denn ich bin im Moment jetzt bei 3 von 10, also dauert noch ein bisschen. Und irgendwann fange ich aber wieder an mit Dunklen zu machen. Aber ich habe erstmal vor, das letzte Mauerstück hier unten zu reißen. Und seid einfach gespannt auf die 17 Uhr Folge von mir. Und wir sehen uns sowieso heute Abend. Bis dahin, euer Toto. Clashed.